Day, Pool, Hard Level. Ja. Jetzt haben wir keine Puzzles mehr übrig. Wir haben auch keine Minigames mehr. Jetzt müssen wir an The Shit's Going Real gehen und, wir haben Tag. Trotzdem würde ich gerne meine Strategie mit den Gloomshrooms mal anfangen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so schlau ist, aber ich probiere das einfach aus. Das möchte ich schon mal mitnehmen. Die möchte ich schon mal mitnehmen. Jetzt muss ich noch überlegen, was ich noch mitnehmen möchte. Also Sonnenlicht kriegen wir her. Dann kriegen wir hier diese kleinen knubbeligen Puffschutz. Ach ja, das Wichtigste. Puh, Honey, bist du bescheuert? Das Wichtige an der ganzen Aktion, das ist der Knoblauch. Der Knoblauch, Honey, der Knoblauch. Den müssen wir in jeder Runde unbedingt dabei haben. So. Aber zunächst einmal geht es wieder daran, Sonnenblumen zu pflanzen. Bling. Dum, 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 Sonnenlicht. Sunflowers. Dum, dum, Sonnenlicht. Dum, dum, dum. Wir werden nämlich gleich uns zunutze machen, dass die Zombies ja in eine Lane gehen. Wenn sie also in eine andere Lane wechseln, werden sie am Garlic knabbern. Da sie, wenn sie hier am Garlic knabbern, nur hier rüber gehen können und wir hier diese Puffshrooms hier pflanzen. Haben sie schon mal verkackt? Das ist ziemlich klar. Ich weiß jetzt noch nicht, wann ich anfangen sollte, schon mal dieses Konzept zu nutzen. Hier kommen schon die ersten Viechhorst. Da können wir gleich wieder eine Mine nutzen. Ich möchte erstmal Maximum an Sonnenlicht sammeln. Ich kann ja schon mal anfangen, die Viecher richtig stark aufzuwerten. Jetzt müsste auch gleich da unten schon der nächste Zombie erscheinen. Und ich könnte dann schon mal... Hier vorne müssen wir Spikes haben. Garlic, Garlic. Spikes, Garlic, Garlic. So ist das so von der Grundidee her. Also... Brauche ich es... Ich brauche erstmal gleich wieder meine Mine. Fange ich schon mal an, Garlic hinzupflanzen. Hier. So, an unterster Stelle. Dann... Da kommt nochmal Garlic. Weil wir sonst ein Problem kriegen mit den Stabhochsprung-Zombies. Ist alles eingeplant, alles eingeplant. Können wir hier schon mal anfangen, nochmal Garlic zu setzen. Ah, schmeckt nicht. Ah, Scheiße. Dann kommt der dahin. Sieht doch ganz effektiv aus. Mine hinstellen, damit wir den loswerden. Ja, seht ihr, der hat den kaputt gebobelt. Und das macht er wohl hoffentlich auch nach oben und nach unten. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob er das auch tut. Also, ob er auch in den Pool pufft. Pool pufft. Aber ich gehe einfach mal ganz schwer davon aus. Oh Gott, der braucht aber lange, bis er aufgeladen ist. Knappe Sache, sowas. Können wir aber auf jeden Fall schon mal anfangen, hier weiter welche zu setzen. Wer ist jetzt ready? Gut, dann haben wir hier schon mal unsere erste Verteidigungslane. Steht schon mal. Sehr gut. Kann ich anfangen, hier Seerosen zu pflanzen? Für eventuell spätere Rosenkätzchen. Kätzchen. Ja, ihr kennt die kleinen Kätzchen. Ich nur wie Kopie-Kätzchen. So. Hui! Wake up, Shroom! Hier will ich nochmal zur Sicherheit Minen hinstellen, falls doch jetzt etwas härtere Zombies kommen, die wir nicht sofort platt kriegen. Schwere unangenehm, möchte ich mal sagen. Nee, das könnte latent unangenehme Folgen haben. Aber die werden auf jeden Fall noch kaputt gebubbelt. Nach oben und nach unten. Das Schöne da an der ganzen Sache ist, dass die Zombies halt gleichmäßig getroffen werden. Es ist nicht so, dass eine Erbse einen Zombie trifft, sondern alle Zombies werden getroffen. Und das ist der Clou an der ganzen Sache. So, mehr Sonnenlicht wäre jetzt echt nice. Dann kann man nämlich hier schon mal einen reinpacken, weil der hier wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger tot zu puffen sein. Tot puffen. Stups, stups, stups. Na, hab ich dich tot gepufft? Puff, puff, puff. Und dann möchte ich auch gerne noch mehr Sonnenlicht. Würde mir am liebsten nebenbei aufschreiben. Habe ich irgendwo Stifte? Nein, doch habe ich. Oh, ich hab sogar Papier, ja. Von etwas, was ich gegessen habe gerade. So viel Sonnenlicht, so ein Mist.
Drei Stück reichen eigentlich. Mehr wollte ich gar nicht machen. Oder mache ich mehr? Doch, ich mache mehr. Ja, ich mache mehr. Perfekt. Einen mehr. Ja, ja, ja. Das ist auch eine ganz gute Idee. Hallo, Günther. Guten Tag. Ach, das war aber ein unfreundlicher Knoblauch schon wieder. Das könnt ihr da wieder mit ihrer Knoblauch-Taktik. Ich sehe das. Ja, nur viel perfider als je zuvor. Oh Gott, ja, seht ihr den hier? Das ist ein bisschen hart. Bräuchten wir eigentlich drei in einer Lane, um den Platz zu machen, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ja, wir werden sehen, was passiert. Boom. Ja, der ist explodiert. Wir brauchen drei in einer Lane, um die Platz zu kriegen. Na, das ist ja unerfreulich. Dann werde ich auf jeden Fall hier eine Nuss hinsetzen müssen. Das ist dann eine Nuss. Ich schreibe mir das gerade nebenbei nur auf. In der Hoffnung, dass ich mir das merke. Aber ich kenne mich, das passiert eh nicht. Ah, schmeckt schlecht. Ah. Diese Geräusche von denen sind super. Hier tue ich dann hinten eine Eisblume reinpacken. Das wäre ja jetzt ganz sinnvoll. Dann fange ich mal an, hier Sonnenblumen hinzusetzen. Dann müssen wir eben doch noch ein paar mehr von... Wobei, das müsste eigentlich alles frei bleiben. Nicht einfach. Damit die da halt in ihrer Maximumqualität arbeiten können, müssten die eigentlich frei bleiben. Ich glaube, die setze ich hier nochmal weg dann. Und mache die nicht zu Poofshrooms. Sondern da kommt dann Eis hin. Ja, da kommt dann Eis hin. Huch, was ordentlich liegen geblieben. Du hast aber auch. Ah, schmeckt das tot. Ah. Ja. Ich tue das nur schon mal, damit ich weiß, dass die Dinger bringen mir jetzt da hinten ja eh nichts. Dass die nochmal weg müssen. Da kommen Eisblümchen hin. Richtig, so machen wir das. Und da, wo jetzt hier noch eine Sonnenblume ist, da kommt dann eine Katze. Eine Katze. Ich mal's mir nur nebenbei gerade auf. Eine Katze. Ah. Was ist das? Dann kann ich auch die hier voll ausbauen. Wir müssen die dann reichen. Bin ja gespannt vor allen Dingen, was dann später noch für Zombies kommen. Also wir müssen ja wahrscheinlich ganz grauenvollen Dingen irgendwie Herr werden. Da bin ich ja mal sehr gespannt, wie das dann werden soll. Halt. Sehr gespannt. Bah. Okay, Poofrooms brauchen wir auch nicht mehr. Das reichen. Also da können wir die drei Sachen schon mal auf jeden Fall rausschmeißen aus unserer Liste. So, da kommt dann, das ist Knoblauch und hier kommen Spikies hin. War nicht lecker, ne? Und dann kommt da eine Sonnenblume weg und es kommt ein Melonenkatapult da oben hin. Hm, ja, das könnte interessant werden. Ich sammle schon mal alles an Sonnenlicht, was ich hier so in dem Level kriegen kann. Man kann nie genug haben. Wow. Die Geräusche sind einfach super. Okay, ich habe mir aufgemalt, wie ich das Ganze gestalten möchte. Warum malt denn das Ding hier nicht drauf? Ist das so fettig? Ja, anscheinend schon. Da kommt ein Walnüsschen hin. Und da kommen überall Spikes hin. Da weiß ich noch nicht. Hier kommt ein Katapult hin und hier kommt Sonnenlicht. Sekunde, ich gucke wieder auf den Bildschirm. Kätzchen. Ja, das sieht nach einer ganz intelligenten Mieter aus. Weil ich mache das Kätzchen, die mache ich ein bisschen weiter nach hinten und dann mache ich da auch Walnuts hin. Ja. Perfekter Plan. Ich weiß schon genau, wie ich das mache. Und da müssen wir irgendwas fast mitnehmen, was explodieren kann. Für die unangenehmeren Zombies. Hallo, Günther. Guten Tag. Das ist lecker Knoblauch. Den hülle ich mir doch gleich mal. So, was willst du sagen? Ich wollte sagen, wir müssen uns für solche Fälle hier etwas ausdenken.
Aber da, wenn wir dann da die Walnüsschen hinpacken, sollte es eigentlich kein Problem sein. Und wir müssen uns Gedanken darüber machen, falls so Gargantuas kommen. Ich weiß nicht, ob Gargantuas hier bei dem Level kommen. Also irgendwann bei Flag 4 oder 5 oder ich weiß nicht, wie viele Flags es sind. 2 Flags completed. Oh my goodness. Sonnenlicht brauchen wir erstmal nicht mehr mitnehmen. Die brauchen wir auch nicht mehr aufstocken. Das will ich mitnehmen, das will ich mitnehmen, das will ich mitnehmen, das hier und das hier. Puffshrooms brauchen wir auch nicht mehr. Da weiß ich jetzt nicht so genau. Wir brauchen auf jeden Fall den Garlic. Auf gar keinen Fall den Garlic vergessen. Walnuts, D-Nuts, das zum Aufbauen, die Spikes zum Aufbauen, Eisblümchen. Das ist super. Dann nehmen wir mal Cherry Bombs mit. Sicher ist sicher. Und ein paar Tangela Merkels, auch für den Notfall. Weil jetzt kommen hier schon die Katapult-Zombies. Oh oh. Ja, da hatte ich wohl mit den Spikes ganz recht, ja. Die mitzunehmen hatte ich sehr, ja, ich habe immer recht, wenn es um sowas geht. So, die Eisdinger hier, so. Da. Ich konzentriere mich sehr auf meine perfekte Meta. Soll perfekt werden. So, die dickeren Spikies. Falls nämlich später Ballonzombies kommen, dann machen die Dinger die hoffentlich kaputt. Das werden wir dann allerdings sehen. Das ist ein Risiko. Ich nehme dann keine von diesen merkwürdigen, ihr wisst schon, da diesen Ballon abschießenden Kakteen mit, sondern werde die hier nutzen. Ich hoffe, die sind intelligent genug, also dass deren KI so programmiert ist, sich darum zu kümmern. Oh, die brauchen wir so lange, bis sie aufgeladen sind. Wisst ihr, was wir nicht mitgenommen haben? Walnuts. Naja, wir werden auch so klarkommen. Weiß ich, ich habe irgendwas vergisst man immer. Zäh! Habe ich nicht an die Walnuts gedacht. Zäh! So, Spikies sind auch gleich ready. Ready for takeout! Ich hätte Angela Merkel es gar nicht mitnehmen müssen. Naja, ich hoffe, dass wir ohne die, dass wir auch ohne Walnuts klarkommen. Das klappt ja auf jeden Fall so schon mal ganz gut. Die kommen ja gar nicht bis an die Puffshrooms ran bis jetzt. Bis jetzt ist das schon OP, was wir hier haben. Ist ja hart. So, und Angela Merkel zur Sicherheit. Ja, und durch die Spikes sollten die auch nicht durchkommen. Hm. Easy GG. Well played. Bling. So, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Puff, 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 puff. Weil allein die Spikes, allein die Eismelonen sind ja schon hart. Oh, ein Puff ganz unglücklich. No. Patsch, patsch. Patsch, 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 patsch. So, gut, Kinders. Wir können uns entspannt zurücklehnen. Alles wird easy, GG. Da müssen wir uns gar keine Gedanken drum machen. Und wie ist ja Sommer so bisher? Ist ja ein verdammt warmer Sommer doch noch geworden. Ich hatte ja schon Angst, es wird wieder so ein matschiger Sommer. Denn ganz allen Ernstes, auch wenn ihr noch so über die Hitze stöhnt teilweise, ich lese das ja doch auch immer wieder, viele Leute das furchtbar sind, finden, dass es so warm ist. Ey, ganz ehrlich, wolltet ihr noch mal so einen Winter oder sowas? Nach dem Winter, der war doch wohl, der Winter, den wir hatten, der war doch wohl richtig hart, oder? Also da sind ja auch so viele Menschen gestorben in der Zeit, weil das einfach auch für die Nerven so schlecht ist. Vergiss nicht, wir brauchen Sonnenlicht. Ja, nicht nur in Plants vs. Zombies, auch der menschliche Organismus braucht Sonnenlicht. Und zwar ziemlich viel. Hui, kaputt gegangen. Denn ohne Sonnenlicht können wir kein Vitamin D selber herstellen. Und ein paar andere Prozesse, die ebenfalls dazu gehören. Oh mein Gott. Plupp. Ja, da ist ja wohl irgendwas aufgefallen. Wow. Also das klappt ja echt super. Also ab und zu in der Sonne baden. Eigentlich sollte man das ein paar Mal am Tag machen. Ich kann auch jetzt bei mir mal wieder schön die Vorhänge aufziehen. Die Sonne knallt nicht mehr direkt rein. Natürlich darf man sich nicht so in die pralle Sonne legen. Aber so ein bisschen Sonne genießen, Halbschatten zum Beispiel, kann ich nur empfehlen. Ist eine echt gute Sache. Also ich kann Halbschatten wirklich nur empfehlen.
sich da mal so mit ein bisschen Sonnenblocker, das ist ganz wichtig wegen den krebserregenden Auswirkungen von UV-Strahlen, sich mal so unter einem schönen Park oder wenn ihr keinen Park habt, ist vielleicht irgendwo doch eine andere Möglichkeit, einen Ausflug zu machen, euch mal in den Halbschatten zu legen, mal Sonne zu tanken und wenn man das mehrere Wochen macht, merkt man, wie gut das für die Laune ist, also wie gut gelaunt man dann letzten Endes ist und das ist gar kein Mythos, kein Märchen und kein Scherz, das ist wirklich so, dass habe ich ja schon oft erwähnt, die Neurotransmitter im Gehirn sehr wichtig sind. Man kann regelrecht irre werden, wenn einem diese Sachen fehlen. Also man kann wirklich den Verstand verlieren. Ich meine, schon ein kleines bisschen Mangel an Vitamin B1 für zu lange Zeit gibt Symptome von Schizophrenie. Und das ist eine der schwersten und unangenehmsten Geisteserkrankungen, die es gibt. Und man ist sich auch ziemlich sicher, dass man das eigentlich irgendwie damit heilen könnte, dass man die Neurotransmitter außer wieder ins Gleichgewicht bringt. Nur da scheinbar unsere Forschung auch noch ein kleines bisschen mit überfordert. Sonst, ne? Weil man wird quasi zum Zombie auf die Dauer, wenn man nicht genügend Vitamine zu sich nimmt. Zum Beispiel ist Red Bull gar nicht so schädlich, wie man denkt. Dann manche Leute kriegen wenigstens durch das Red Bull ab und zu noch ein paar Vitamine intus. Besser ist es, man nimmt es auf gesunden Weg zu sich. Ich kann euch nur empfehlen, mal so einen Ernährungskurs. Oh, Schokolade. Ich kann euch nur mal empfehlen, mal so einfach so einen Ernährungskurs zu machen. Oh, wir pflanzen das hier mal aus und stützen es bei uns im Garten. So. Mal einen frischen rein. Hallo Günther. Guten Tag. Ja, Ernährung ist sehr wichtig. Ich selber ernähre mich auch leider viel zu cholesterinreich. Gehirn ist ja sehr cholesterinreich. Naja, das war nicht sinnlich gesund, ne? Ja, du hast auch einfach mal so eben schnell so ein paar Körperteile verloren wegen Pflanzen. Also, wenn man aufgrund von Pflanzen Körperteile verliert, sollte man sich vielleicht schon mal da ein bisschen drüber Gedanken machen. Ich mag die Meta, ganz ehrlich. Die Meta gefällt mir total gut hier. So möchte ich immer spielen. More Zombies approaching. Wuhu! Das war's schon, Easy GG. Ach, Pogo-Zombies kommen jetzt.